Träume erstmal. Der Penso ist zurück auf der Galgenberg und zwar diesmal auf der V2. Der liebe Yogi hat es geschafft, sie durch den Mod-Hub zu bringen. Und ja, wir wollen uns das natürlich nicht entgehen lassen. Wir starten da direkt gleich rein. Einen kleinen Wermutstropfen haben wir aber. Ich bin ja auf der Galgenberg schon unterwegs gewesen, auf der V1 sozusagen. Und habe da schon eine ganze Menge erledigt, gespielt, den Hof schon ein bisschen umgebaut. Und leider müssen wir aber komplett neu anfangen, denn es ist ein neues Safe Game erforderlich. Macht aber nichts. Mir hat die Arbeit auf der Galgenberg V1 schon Spaß gemacht. An einigen Ecken und Kanten war es ein bisschen tricky. Schauen wir mal hier in der V2 rein. Wir starten nochmal direkt rein und gucken mal, wo wir hier landen. Direkt am Hof, ne? Das ist doch schön. Prima. So, dann machen wir einmal hier das Gedöns da oben aus, das Menü, und wir können uns hier mal so ein bisschen umgucken. Da sehen wir schon ein paar Gerätschaften. Ne? Wir sind schon mal ein bisschen anders unterwegs. Hier jetzt kleine Ruckler, weil ich auf der Mod jetzt erstmal durchstarten muss und ich gerade die Lok und den Cache gelöscht habe. Das muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen ziehen. Ja, was wollen wir heute erreichen? Wir wollen heute einfach erstmal uns den Hof ansehen. Ich sag mal so, den Hof als solchen, den kennen wir. Da muss ich nicht viel zu sagen. Und viel erklären, den haben wir schon ausreichend gesehen. Ne? Wir kennen hier die Hofansicht einmal von oben. Da geht es hinten durch, das ist der Kuhstall. Wir haben hier unsere Siloplatte. Eine kleine Wiese hinterm Haus, ne, die wir ja beim letzten Mal umgebaut hatten. Da ist der kleine Bioladen. Hier haben wir unsere Unterstände, unseren Schuppen, unser Wohnhaus mit Garten, ne, diesen Hühnerblockwagen, den haben wir auch noch. Und da drüben haben wir eine Feldscheune. Das gehört uns auch. So, das kennen wir. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein und gucken mal uns an, was ich mir für Geräte gezockt habe. Sind ein paar geile Sachen dabei. Bin gespannt. Freue mich aber wie Bolle, die alle in Einsatz zu bringen. Es gibt ein paar Sachen, die ich auch behalten habe, die hier schon auf der Map verfügbar waren. Das ist hier das Güllefass. Ne? Das ist hier so ein Farmtech. Steht ja unten rechts auch. Benötigte Leistung 185 PS gehört mir. Und da dran ist so ein Condor. 15 Meter müssten das sein, 15 Meter Schleppschlauch. So, das haben wir behalten. Fand ich ganz geil. Bin gespannt, wie wir dann das in Einsatz bringen, sobald wir denn Kühe haben und Gülle am Start ist. So, dann machen wir hier mal weiter. Wir haben hier einen Grubber. Amazone. Das ist die Zenno 4000. Braucht 180 PS. Das heißt, wir brauchen auch ein paar gute, starke Schlepper, damit wir halt hier auch mit den Gerätschaften ordentlich arbeiten können. So, dann haben wir hier ein Quernland 5-Scharflug. Ne, sage ich eher so ein bisschen ideal Standard. Ist aber ein Mod und braucht auch ein bisschen PS. Ne? Also 165 muss der schon haben, der Schlepper, der das Ding ziehen soll. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir da klarkommen. So, hier haben wir zwei Mähwerke, ne, ein Frontmähwerk und ein Heckseitenmähwerk von Feller. Und ihr wisst, wenn ihr mir schon so ein bisschen folgt, dass ich die eigentlich auch ganz gerne spiele. Die machen wirklich Spaß. Komme ich auch gut mit zurecht. Auch auf der Rehbach hatte ich die im Einsatz. Sehr schöne Geräte. Ja, dann, was haben wir denn hier? Hier haben wir das Horsch-DLC. Und zwar haben wir hier eine Einzelkorn-Sämaschine mit einem zusätzlichen Fronttank, damit wir dann auch dementsprechend schlagkräftig sind. Wenn wir hier mal rangehen, auch die braucht 170 PS. Also wir müssen wirklich ein bisschen Performance an den Hof bringen. Hier habe ich dann eine 3 Meter Horsch Pronto, ne? Die Pronto 3DC, kennt ihr. Die braucht 150 PS. Aber wir sind halt eben irgendwo so zwischen 100 und 200 PS auf jeden Fall schon mal, was die Schlepper angeht, die wir brauchen werden. So, da haben wir das jetzt alles soweit durch. Wir können uns nochmal die Gewichte angucken. Ich habe jetzt
erstmal hier auf Ideal Standard gesetzt. 2 mal 1,5 Tonnen Gewichte sind das, ne? Oder 1,1. Das Silo ist leer, ja, das weiß ich. Das ist 1,5, ein 1,5 und ein Tausender, also eine Tonne. Und dann habe ich hier noch so ein geiles Ding gefunden. Das sind 850 Kilo. Ist ein Eigenbau-Stahlgewicht mit einem Seil oben drauf, fand ich ganz geil. Und das Coole daran ist halt eben, das hat ein Schnellkuppeldreieck, das man auch tatsächlich benutzen kann. Ne? Also kann man halt eben das Gewicht auch per Schnellkupplung dranhängen. Und ja, wenn wir mal mit dem Schlepper unterwegs sind und vorne kein Gewicht brauchen, dann kann man auch das Schnellkuppeldreieck mal reinhängen. Das sieht immer auch geil aus, finde ich. Hatten wir früher bei unserem Nachbarbauern, der hatte einen kleinen Deutz, jetzt ist es gerade weg, wie der heißt, ich komme gleich drauf, ein Intrak, ein Deutz Intrak hatte der und da war vorne immer dieses Schnellkuppeldreieck dran, fand ich echt geil. So, dann laufen wir mal, wir nehmen mal die schnellen Turnschuhe, laufen wir hier mal zu unserer Halle runter, da ist glaube ich das Tor noch offen, wie ich das gerade sehe, da sehen wir, ich habe das Samas Gerät behalten, den Schwader, werden wir bestimmt brauchen. Ich komme auch mit dem sehr gut klar. Ich hätte ganz gerne einen Schwader, der eine hohe Arbeitsbreite hat, der aber in der 3-Punkt hängt, komplett. Gibt es aber nicht, also habe ich zumindest nicht gefunden. Und dann haben wir hier den Klaas Mega 350, den habt ihr auch an anderer Stelle schon gesehen, auch beim Ersteller dieser Map, beim Yogi, der spielt ja im Moment auch auf der Map und will so ein bisschen aktiv werden da und da habe ich den gesehen und ich fand den ganz geil. Abgeholt hatte mich, dass der halt eben, wenn man einsteigt, auch Möglichkeiten hat, halt eben per Mausbutton, ihr kennt das, Simple IC mäßig, Dinge auszuführen. Und das hat mich ein bisschen genatzt, muss ich sagen. Der hat nämlich nicht Simple IC, der hat Interactive Control. Leider, muss man dazu sagen. Und halt eben kein Simple IC. Interactive Control habe ich bei mir hier auch nicht eingebaut. Mit dem Wermutstropfen muss ich halt leben. Dafür haben wir Simple IC an Bord. Mal gucken, inwieweit wir das denn einsetzen. Zeige ich gleich nochmal, wenn wir uns die Schlepper anschauen. Ja, dazu passen Schneidwerkswagen und ein 6 Meter Klaas Schneidwerk. Ich glaube, da ist alles gesagt. Der Mähdrescher hat 220 PS. Ich glaube, der hat einen Korntank von um und bei 6000 Liter. Der reißt also auch gut was weg, wenn wir dann nachher aktiv werden. So, machen wir mal die Halle dazu, damit es nicht reinregnet. Und laufen zurück zum Hof. So, wir sind jetzt schon am Hof zurück. Ich würde sagen, wir schauen uns erstes mal in den Kuhstall, denn da hat sich noch ein Gerät versteckt, das wir so auch noch nicht so oft gesehen haben. Da steht was Gelbes. So, was steht denn da Gelbes? Ich mach mal wieder die normale Laufgeschwindigkeit an. Was steht denn da Gelbes? Und zwar steht hier ein Kramer. Den habt ihr bei mir auch schon gesehen. Da war er grün. Ich habe den jetzt mal in Gelb genommen. Der Kramer KL30 BT in der Diesel-Variante. Gibt es auch als elektrisch. Aber ich wusste jetzt nicht so genau, habe ich hier irgendwie was, wo ich den anschließen kann, wo ich den aufladen kann? Muss ich das bauen? Nehme ich den erstmal in der Elektro-Variante. Sehr geil bei dem Teil. 75 PS reicht vollkommen aus. Aber der ist mega, mega wendig. Der hat eine Allradlenkung und zusätzlich hat der hier auch einen Teleskoparm verbaut. Ne? Das heißt also, wir können auch wunderbar hier nachher hoch oder. Jetzt nämlich beinahe verschluckt. Oder da drüben können wir auch wunderbar hoch. Sehr, sehr cool. Hat mir immer großen Spaß gemacht, weil der auch so wendig ist. Man kann gut damit laden, man kann Ballen damit einsammeln. Und ja, ist halt einfach mega cool, das Ding. Mag ich gerne mitspielen. So, hier auf der Mistplatte haben wir dann ein paar passende Frontladerwerkzeuge. Da haben wir eine schöne Schaufel.
von CSZ. Kennt ihr bestimmt. Ich meine, die hat 2000 Liter. Dann haben wir hier eine Standard-Palettengabel. Ne? Die ist von Albert, das ist nichts Besonderes. Und von Stoll in Gelb. Passend zum Kramer. Einfach mal eine kleine Ballenpieke. So, jetzt war es das mit den Geräten, die hier am Hof sind und mit den Maschinen. Mir fehlt auf jeden Fall noch ein Ladewagen. Den brauchen wir hier am Hof unbedingt. Vor allen Dingen mit der Heutrocknung dahin, damit wir dann halt eben das Gras, das wir holen, auch direkt in die Heutrocknung bringen können. Entschuldigung. Und damit wir unsere Tiere auch entsprechend füttern können. Dann haben wir auch noch keine Anhänger, mit denen wir unser Korn fahren können. Da sind wir im Moment auch noch komplett unbeleckt. Und was weiterhin fehlt, was wir auch nicht haben, ist ein Ballenanhänger, auf den wir unsere Ballen packen können. Ich denke mal, wenn ich wieder Ballen mache, werde ich aller Voraussicht nach wieder Rundballen machen. Und mal gucken, dass wir da auch eine schöne Presse bekommen. Die haben wir auch noch nicht. Das heißt also, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, dass wir auch gemeinsam noch das ein oder andere Gerät dazu holen. Und da bin ich natürlich dann auch auf eure Tipps und Infos angewiesen, wenn ihr sagt, Ladewagen, habe ich eine geile Idee, nimm den von Pöttinger oder hier habe ich einen Fentigo oder whatever. Dann natürlich immer gerne her damit. Einziges Manko, beziehungsweise einzige Bedingung beim Ladewagen ist, na, muss ich hier hin rumlaufen, der muss natürlich auch in den Kuhstall passen. Der muss hier durch, ne? Ich hatte gestern ausprobiert beim Vorspielen hier und Antesten der Map, hatte ich einen Terra Vitesse. Und der passte da nicht durch. Blieb ich oben an der Kante hängen, der war zu hoch. Also, da brauche ich halt was, was auf jeden Fall durch dieses Tor passt. Anders kommen wir da nicht weiter. Sonst müsste man halt immer umladen. Und das will ja auch keiner. Gut, Ladewagen. Merken, Knoten ins Ohr brauchen wir auf jeden Fall. Eine Presse brauchen wir auch auf jeden Fall. Da spekuliere ich tatsächlich aufs Göwalpack. Gibt es eine schöne Rundballenpresse. Und dann eben Anhänger. Ballenanhänger brauchen wir. Wir haben noch keinen Düngerstreuer, / Kalkstreuer. Da ist halt eben auch die Frage, ob man den Kalkstreuer nicht einfach dann immer mal leiht oder ob es eine Kombinationsmöglichkeit gibt. Dünger und Kalkstreuer mag ich ja auch gerne, wenn die in der 3-Punkt hängen und nicht gezogen werden. Aber so ist das doch manchmal. Man kann nicht mal Glück haben. So, da haben wir, ihr habt jetzt gerade schon mal einmal den Hinterreifen eines Traktors gesehen. Oh, wir sehen sie gleich alle drei oder vier, alle zwei, wir werden sehen. Hier haben wir jetzt nichts weiter drin. Hier in der Werkstatt habe ich auch noch nichts weiter drin. Ne? Also auf jeden Fall noch Stellfläche da. Wir können es auf jeden Fall gut ausnutzen. Was ist das eigentlich hier? Barbecue Grill Bottles. Oh, da haben wir die Gasflaschen dabei. 1,95 kann man hier kaufen. Ich müsste nämlich ein paar kaufen. Ich muss demnächst mit dem Wohnwagen los. Im September zwar erst, aber da brauche ich Gas. Hier ist nochmal, das finde ich halt eben auch sehr geil, ein Originalbild von dem Hof. Da kann ich jetzt nicht drauf erkennen, was das für ein Schlepper ist. Meine Augen sind da nicht gut genug. Ich vermute mal, das ist ein Deutz, aber ich kann es nicht genau erkennen. Also von den Felgen hier würde ich sagen, das ist ein Deutz. Und von dem Schriftzug hier könnte das auch ein Deutz sein. Hat auf jeden Fall einen Frontlader. Sehr cool, sehr cool. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Wir gucken jetzt mal, was wir hier
am Hof haben. Ich würde sagen, wir machen mal das Türchen auf. Na sowas, da haben wir 3 Fend an der Zahl. 3 Stück. Die Erklärung, die liegt relativ klar auf der Hand. Wir haben ja mit dem Horse DLC auch Anforderungen, was die Leistung angeht, mit dem Flug, mit der Amazone, mit dem Grubber. Da haben wir halt echt Anforderungen und da müssen wir halt eben auch entsprechend Leistung am Hof haben. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit dem ersten hier ein. Das ist, lauf mal ein bisschen näher ran, ihr seht es schon, das ist der Fend 415 Vario TMS. 155 PS. Ein sehr schöner Trecker. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da kann man sehr, sehr viel Hofarbeit mitmachen. Der kann auch mal nicht zu anforderungsgierigen Ladewagen ziehen. Der kann Anhänger ziehen. Der hat vor allen Dingen eine Aufnahme für einen Frontlader. Da müssen wir mal gucken, dass wir was Passendes finden. Da möchte ich, glaube ich, ich meine, ich habe die Quicke angebaut. Die Frontladerkonsole. Meine Schlepper haben alle natürlich eine Fronthydraulik bekommen und auch eine Front-PTO. Also das war ein Muss. Haben auch alle hier die Randale-Leuchte an Bord. Was dieser Schlepper noch hat, ist eigentlich sehr cool. Geht aber nur von innen. Zumindest in dieser Variante. Moment, ich muss eben einmal den Flugmodus wieder ausstellen. Dann kann ich auch einsteigen. Setzen wir uns mal rein und gucken mal raus. Genau. So. Also sehr übersichtlich, sehr schön, sehr modern. Der hat jetzt Maussteuerung. Eigentlich hätte ich jetzt hier auch eine IC-Variante, aber auch das ist Interactive Control. Ich glaube, warte mal, irgendwie, wie war das hier? Ich glaube, ich muss tatsächlich erst den Motor starten, bevor das funktioniert. Ja, dann geht die Tür auf, ne? Und da geht auf der anderen Seite, ihr seht es, da geht die andere Seite die Tür auf. Jetzt haben wir hinten ging gerade das Fenster auf und hier irgendwo, warte mal, da geht vorne das Fenster auf. Das kann man also mit der Maus steuern. Wenn man Interactive Control installiert hätte, könnte man es darüber steuern. Habe ich nicht. Ich habe Simple IC drauf. Wir sehen gleich warum. Ist auch okay. Ich kann jetzt hier auch durchaus, wenn ich möchte und am Feld unterwegs bin und brauche frische Luft, kann ich natürlich auch hier meine kalte Luft reinlassen sozusagen. Ist überhaupt kein Problem. Vollkommen in Ordnung. Aber geht halt nur, wenn der Motor an ist. So, dann steigen wir mal aus. Das war der 415. Das ist der modernste Schlepper am Hof. Dann haben wir hier als nächstes den Fanfavorit 818 Turbo Shift. Der Turbo Shift, der hat 185 PS. Der kann schon mal flügen. Da ist er schon mal gut vorausgelegt. Der kann auch die eine oder andere Drille ziehen. Und grubbern müsste er eigentlich auch können. Das ist also schon mal sehr gut. So. Warum habe ich den genommen? Naja, du brauchst halt eigentlich, brauchst du, wenn du auf dem Feld wirklich unterwegs bist, brauchst du einen Schlepper, der flügt. Wenn du ganz klassisch arbeiten willst, einer flügt, der andere sät. Und wenn du dann noch den kleinen Hofschlepper dazu nimmst, so war das früher bei uns, ich komme ja aus Nordfriesland, da gab es einen relativ schweren Boden auf der Insel, auf der ich groß geworden bin. Und da war es so, ein Schlepper hat geflügt,
Da gab es noch keine Seitenpacker, da hat man mit einem zweiten Schlepper dann gekreiselt. Sehr geile Aufgabe, die hat richtig Spaß gemacht. Das ist was Langweiligeres, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der nächste ist mit der Sämaschine unterwegs gewesen. Und wenn das mit dem Kreiseln nicht ausgereicht hat, dann war sogar noch ein vierter Schlepper dabei, um halt eben Feinerde zu machen. Da haben die dann irgendwas Selbstgebautes hinterhergezogen, was dann halt noch mehr Feinerde erzeugt. Ja, so kenne ich das von früher. Und deshalb gibt es halt eben zwei große Schlepper am Hof. Einmal den 818 hier und gleich den nächsten noch. Da seht ihr ja schon, das ist der 926er, der Favorit. Wir steigen erstmal hier in den wollte ich nicht einsteigen. Wenn sie zu dicht beieinander stehen, dann ist das immer so ein bisschen schwierig. So, hier haben wir nämlich dann den 818. Crossplay können wir erstmal rausnehmen. Sehr, sehr geiler Schlepper. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Also zum einen kann ich jetzt erstmal hier Simple Ice hier anmachen. Ja, kann erstmal das Lenkrad hochstellen. Ich kann ja die Türen aufmachen. Hört sich auch eigentlich wirklich cool an. Ich habe hier hinten auch noch irgendwo, warte mal da, das Knöpfle, kann ich das Fensterchen aufmachen. Hier habe ich noch ein Knöpfchen. Da kriege ich dann auch von oben frische Luft. Na, habt ihr gesehen? Bei dem 926 wäre hier noch ein Knopf gewesen für die Randale leuchten. Das hat der hier nicht. Ist aber nicht schlimm. So, Tür zu. Ich kann hier Front auch natürlich noch aufmachen. Ne? Hatte ich glaube ich schon wieder zugemacht. Ich kann das Dach auch gleich mal direkt wieder zumachen. Dann gibt es ein bisschen Krach auf die Ohren. Und dann machen wir hinten auch zu. Wir wollen ja keine Spatzen im Trecker haben. Ja, so, und jetzt hält der Pensionator mal kurz den Schnabel und startet das gute Stück mal. Geil, oder? Also wirklich geil. Die Jungs von LSFM haben hier einen Mega-Job gemacht. Richtig geiles Gerät. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir können dann noch mal von außen hören, wie er startet. Cooles Ding. Wirklich richtig cool. So, dann. Nee, sorry. Da war ich ein bisschen zu biestern. Gehen wir mal in den 926. Ich gehe jetzt mal von hier rum, damit wir nicht in den 818 nochmal einsteigen. Ja, sieht fast ein bisschen ähnlich aus. Ich habe hier das LSFM-Logo drauf gelassen. Sieht fast ein bisschen ähnlich aus, von innen so, wenn man so ein bisschen sich umguckt. Wir haben hier noch ein Display verbaut. Das hatten wir mal dann nicht. Track and Guide Display. Auch hier Simple IC. Fenster auf. Lenkrad zurück. Tür auf. Hier, die Tür geht nicht auf, logischerweise, ne? Da steigt auch der Bauer am allerseltensten aus, muss ich sagen. Dann hatten wir hier, ihr hört das Geräusch, ne? Ich kann einmal von draußen gucken. Wenn ich das jetzt einklappe, dann sind hier die Randale-Leuchten eingeklappt. Wenn ich hier nochmal draufklicke, dann sind sie wieder draußen. Das war das, was wir beim anderen nicht haben. Dann haben wir hier hinten irgendwo ein Knöpfchen. Achso, das hatten wir schon aufgemacht. Seitenfenster können wir leider nicht aufmachen. Wär auch geil. Was wir noch aufmachen können, ist natürlich auch hier. Ihr habt es gerade noch sich bewegen sehen. Das Dachfenster, ne? Das geht natürlich auch auf. So, dann haben wir es wieder zu. Und wie kriegen wir jetzt die Frontlicht? Konnte man
den Knopf kaum sehen. Ja, und auch hier beim Vario haben wir einen geilen Sound verbaut. Ich denke, das ist sogar der gleiche Sound wie beim 818. Ich starte mal und halte den Schnabel. Ja, klingt sehr ähnlich. 40 richtig, richtig gut. Bin den ja schon ein bisschen hier über die Map gefahren. Also richtig cooles Gerät. Ja, der 926er hat hier in dieser Ausführung, glaube ich, wir hüpfen einfach nochmal raus und gucken mal, 265 PS. Also das ist der größte Schlepper am Hof, 265 PS, der kann richtig was wegreißen. Da könnte man jetzt auch ein größeres Mähwerk besorgen und ne, so. Aber der 926, der wird halt echt nur für die schweren Tätigkeiten genutzt werden. Ich bin fast der Meinung, dass wir mit dem 818 vieles machen können. Und der wird so die wesentlichen Arbeiten nehmen, ne? Also ein bisschen grubbern und so Zeugs, das kann der gut machen. Und die allermeisten Arbeiten, die wird, glaube ich, der 415 machen. Also mit dem werde ich wahrscheinlich am meisten unterwegs sein. Der kann sehr viel auf dem Hof erledigen. Der kann die Tiere füttern. Der kann Wasser fahren. Alles, was man sich jetzt so an kleinen Aufgaben auf dem Hof vorstellen kann. Ich denke mal, da muss ich jetzt mal gucken. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Wir gucken eben mal bei der Göweil rein. Da sind wir, die Göweil-Presse. 120 PS, ne? Das ist genau gemacht für das Ding. Der hat ja 155, also ist da noch ein bisschen Luft. Ideal. Und was ich auch geil finde, die Folienballenzangen. Da muss man halt mal gucken, welche wir davon nehmen. Und wie wir die steuern, weil meine Seitenkonsole ist da ein bisschen empfindlich. Die macht diese Ballenzangen immer ganz gerne von selbst zu. Aber das finde ich zum Beispiel auch geil. Hier den Ballenwickler, dass man den halt einfach auch mal mit an den Hof nimmt. Und dann arbeitet der am Hof, wenn die Ballen ankommen und wickelt die Ballen. Und dann legst du sie von da aus halt irgendwie ins Ballenlager oder woher noch immer. Hätte ich Bock drauf. So. Aber auf jeden Fall hier die Göweil G1 F125 mit 120 PS Leistungsanforderung, finde ich schon mal ganz cool, ne? Und hier könnte man natürlich auch in die Richtung gehen, wenn man direkt wickeln will, aber ich möchte ja auch ein bisschen wie man sagt, ein bisschen arbeiten hier am Hof, und wenn ich dann mal 30, 40 Ballen habe, die müssen dann einmal von Hand gewickelt werden, ne? Das ist dann halt so. Ja, so der Plan. So, dann haben wir hier den Fuhrpark. Ihr habt die Schlepper gesehen, ihr habt die ersten Maschinen gesehen. Wie gesagt, mir fehlt ein guter Anhänger. Das kann auch was Altes sein. Das kann ein alter Kornanhänger sein, wo ihr sagt, Mensch, ich meine jetzt kein HW80 oder sowas, sondern so irgendwas Kleines, was der 415 und auch der 818 vom Feld schleppen können, wo wir beim Dreschen ein bisschen Spaß haben. Und der hier auf den Hof passt. Es kann von mir aus auch ein Drehschimmel sein. Ich werde Korn wahrscheinlich immer so abfahren, dass ich im Kreis um diese Halle hier rumfahre. Wir müssen ja, wenn wir Korn ins Silo fahren wollen, hier rein. Ne? Hier hat der Yogi ja... Wie war denn das? Muss ich R drücken? Wie war denn das? Tor schließen. Finden wir raus. Habe ich vergessen. Habe ich tatsächlich vergessen. Auf jeden Fall war ich der Meinung, dass man hier mit der Maus klicken musste. Aber wir werden das rausfinden. Das sollte nicht das Problem sein. Beim letzten Mal wurde dann hier eine Plane ausgelegt
Und dann wurde das Korn halt eben ins Silo gezogen. Das werden wir dann halt eben entsprechend hier auch machen. Ich werde im Kreis fahren. Entweder kommt von hier oder ich komme von hinten, ne, hier über die Wiese. Denn ich denke mal, dass wir uns hier wieder einen Weg bauen werden. Jetzt als erstes werden wir natürlich abmähen, weil sie halt eben auch erntereif ist. Und dann bauen wir uns demnächst hier wieder einen Weg durch. Und ja, irgendwann gibt es dann vielleicht auch wieder Schafe. Schauen wir mal. Auf jeden Fall Kornanhänger und ein Ladewagen, der durch das Tor passt. Ne? Das ist was wir brauchen. Ballenanhänger. Düngerstreuer, Kalkstreuer. Das sind so die wichtigen Dinge, die hier noch an den Hof müssen. Wir können dem Hund nochmal fix was geben, damit der nicht verhungert. Ja, und dann würde ich sagen, seid gespannt. Ich bin's auch. Ich freue mich auf den Start hier auf der Map. Bin mal gespannt. Da ist er. Ich muss erstmal schnabulieren. Bin mal gespannt, was wir hier alles finden und erreichen. Und in welche Richtung sich der Hof entwickelt. Ne? Also es muss jetzt nicht unbedingt der extreme Realismushof werden. Dafür ist der Alice und so nicht gemacht. Ich verstehe immer nicht, warum immer alles so übermega realistisch sein soll. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen gucken, dass wir möglichst sinnvoll den Hof verwalten und entwickeln. Und dann schauen wir weiter. Ob Precision Farming hier noch reinkommt, weiß ich noch nicht. Ich habe auch im Moment noch keine Einstellung getroffen, ob wir ein oder zwei Tage pro Monat spielen. Müssen wir auch mal schauen. Und dann gibt es noch, es gibt noch so viele Mods, die man halt eben in irgendeiner Art und Weise dazu nehmen kann, die das Gameplay verändern. Ich weiß immer nicht, ob das Not tut. Ne? Also, ist schön, wenn man vieles machen kann, aber man muss das auch schaffen. Man muss die Sachen auch leisten können. Und ein bisschen wollen wir auch den Hof nach vorne bringen und keine langweiligen Videos produzieren. Die sind schon immer langweilig und langwierig genug. Wir schauen mal. Gut, in diesem Sinne, langwierig, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst bitte gerne das Däumchen da, lasst bitte gerne ein Like da und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir werden mit der Armada hier eine Menge Spaß haben. Wir werden auch nicht nur eine Menge Spaß haben, wir werden auch manchmal anstrengende Dinge tun müssen. Das ist, gehört aber dazu. Und sicherlich wird es auch die ein oder andere Kapriole geben. Aber schauen wir mal. Das wird sich entwickeln. Gut, genug gelabert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und munter. Euer Pensionator. Ist aber auch schön hier. Sonne. Wirklich schön noch hier im Hof. Schöne Map.